Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 2120. Wir sind jetzt in der Gruppenphase. Wir starten natürlich, wie es sich gehört, bei Gruppe A. Haben dazu den amerikanischen Protoss in Rot. Das ist Neep. Und der spielt gegen den koreanischen Zerg in Blau. Das hier ist Ragnarok. Beim Team Alpha X. Mit dessen Neep ist seit kurzem teamlos. Und wir sehen, Scouting Probe wird verfolgt von den Dingen. Die sollten die auch kriegen. Ja. Mit den paar verbleibenden Hitpoints war das nicht überraschend. Ja, wir sind jetzt in der Gruppenphase. 6 Spieler sind da drin. Die Top 3 kommen raus aus der Gruppe. Die unteren 3 scheiden aus. Dabei ist es aber so gestaffelt. Platz 1 ist nochmal wichtiger als Platz 2, 3. Also Platz 1 kommt direkt ins Viertelfinale. Platz 2, 3 kommt in die Round of 12, also in die Top 12. Und somit spart man sich also, wenn man Gruppenerstes, ein weiteres Match. Es ist alles Round Robin, also jeder spielt gegen jeden aus der Gruppe und alle Matches BO3 in der Gruppenphase. Und eben 4 Gruppen haben wir A6 Spieler mit bunter Mischung an, ja, allen Rassen, allen möglichen Nationen. Ist wirklich ein buntes Teilnehmerfeld. Da haben wir jetzt die ersten beiden Spieler aus der Gruppe A. Wir sehen Neep mit den ersten Adepts unterwegs, geht auf den Stargate, hat sich seine Expansion geschnappt. Auf der Zerg-Seite gibt es die dritte Basis, gibt Linkspeed, also nichts Ungewöhnliches für ein PVZ. Die beiden sind noch nicht so oft aufeinander getroffen. Es gibt insgesamt 6 Serien zwischen diesen beiden und dabei steht es 3 zu 3 in den Serien. Map-technisch 9 zu 8 für Neep, also kleiner Vorsprung dafür ihn, aber das ist meistens nicht viele Games. Zum anderen ist es fast gleich auf, also sollte doch ein interessantes Match abgeben, wenn die beiden da weiterhin ähnlich stark unterwegs sind. Es gibt einen Oracle aus dem Stargate direkt, wird aber auch sofort gescoutet vom Overlord. Linkspeed ist fertig. Und natürlich, die kommen aus ihren respektiven Regionen. Neep, tatsächlich nicht der erste Platz der Amerika-Region, sondern erst der zweite. Er hat den zweiten Spot bekommen, den Amerika hat. Der erste Spot ging nämlich an Astraea, der mehr Punkte gesammelt hat über die Saison. Neep hat zwar beide Amerika-Regionalturniere gewonnen. Die waren also für die Dreamhack Atlanta und für die Dreamhack, was war die andere? Valencia. Also seine Regionalturniere hat er gewonnen, aber in den internationalen Turnieren hat Astraea mehr Punkte abgestaubt und hat somit den ersten Spot bekommen von Amerika und Neep eben nur den zweiten. So, wir sehen, Oracle macht den Anflug, wird aber sofort von Queens abgewehrt. Wenn das ein Linge ist, sind auch unterwegs. Der Neep hat gesamt 1800 Punkte gesammelt über diese Saison. Sehen die Adepts, haben einen Teleport am Laufen, ziehen ihn aber nicht durch. Stattdessen kommt noch ein weiterer Adept, der sich hier mit anschließt. Also aktuell, Protoss möchte einiges an Druck machen hier auf Dragon Scales. Die Linge wollen den Surround ansetzen, kriegen auch einen ziemlich guten Surround. Adept Teleport dauert noch, bis der durchkommt. Oracles helfen mit außen mit den Lasern, die Queens spucken auf alles mit drauf. Die Adepts bleiben am Leben in diesem Kampf. Tatsächlich der Protoss gut weggekommen. Hitpoints da verloren, aber die Adepts leben noch. Und hat insgesamt 14 Dinge, wie man sieht, rausgenommen. Ja, eben Neep mit seinen 1800 Punkten. Tatsächlich Ragnarok ist nicht weit weg, punktetechnisch. Der hat 1900, aber in der Korea-Region gab es auch, ja, anders Punkte zu sammeln. Da musste sie natürlich durch die GSL hauptsächlich durchkämpfen. Und da hat Ragnarok seinen höchsten Erfolg tatsächlich bisher erreicht. Er hat es nicht geschafft, die GSL zu gewinnen, aber er hat den zweiten Platz belegt in der... Welche Season war es? Lasst mich gerade mal nachschauen. Das Season 3 letztes Jahr. Da hat er ja den zweiten Platz belegt. Musste sich am Ende im Finale Maru geschlagen geben. Aber zweiter Platz in der GSL ist ein beachtliches Achievement. Darüber hat er tatsächlich am meisten seine Punkte gesammelt. Auch in den anderen Seasons waren unterwegs. Da hat es aber nicht ganz so weit geschafft. Da war schon in der Gruppenphase für ihn meistens der Run zu Ende. Und auch in internationalen Turnieren war er ein bisschen mit unterwegs. Und somit Ragnarok kommt auf gesamt 1900 Punkte. Und noch ein bisschen Überreste. Hat damit in Korea den 6. Spot, glaube ich, müsste das sein. Wenn ich das richtig sehe. Und ist damit, glaube ich, der Letzte, der über das reine Korea-Ranking reinkommt. Oh ne, ist er nicht, weil das wird nach unten durchgereicht. Das ist immer, da im Überblick zu haben, ist nicht ganz einfach. Wir sind die Linge tatsächlich mit dem Run auf die Sentries. Ein paar Forces werden erzwungen, aber die Linge opfern sich größtenteils dafür. Parallel Oracles sind drin in the Natural. Laser Drones raus. Wo sind die Queens abgeblieben? Es gibt 6 Queens, aber hier taucht keine auf, um die Drones zu verteidigen. 8 Drones mitgenommen. Ja, die Queens kommen später nutzen, aber tatsächlich die Queens hier in der Mainbase, die fangen das erste und auch fast das zweite Oracle komplett ab. Also am Ende verliert Neep sehr viel für diesen Damage, den er macht, aber er macht einiges an Schaden mit 8 Drones. Hat seine eigene dritte, wie man sieht, baut jetzt eine Mortal, hat eine Wall auch gebaut aus Gateways. Und bei Ragnarok geht's in Roaches. 4. Basis kommt, Creepspread erweitert sich.
Ich mache jetzt gerade mal den Klick auf Südkorea Standing, weil da kann ich es euch mit Gewissheit sagen. Und Ragnarok hat, ja, ist Rang 6. Aber dadurch, dass sich das immer verschiebt, quasi ist die Leute, die die großen Turniere gewonnen haben über das Jahr, die sind automatisch qualifiziert. Das heißt, die kriegen ihren Platz nicht über die Punkte, sondern die kriegen quasi einen reservierten Platz. Und dann verschiebt sich das Punkte-Ranking. Also Ragnarok hat am 6. meisten Punkte in der Korea-Region. Aber punktetechnisch kommen bis zum Platz 12 tatsächlich kamen Leute in die Gruppenphase. Also daher, da ist er im Mittelfeld, kann man sagen. Gerade mit seinem zweiten Platz, der ihm ein Viertel seiner Punkte gebracht hat. Sogar ein bisschen mehr als ein Viertel seiner Punkte, dieser zweite Platz in der GSL. Hat wirklich sehr, sehr viel zu seinem Punktekonto dazu getan. Aber sonst war ich auch das ganze Jahr über immer wieder präsent. Halt nicht mega erfolgreich. So, wir haben hier die Linge mit einem weiteren Runway. Schnappen sich den Pylon. Wer das nie baut an der 4. Basis, blickt auch seine gesamte Armee nach vorne. Die Linge kriegen auch noch einen Pylon Nummer 2. Ragnarok selber ist fast, ja, maxed out mit seiner Supply-Grenze. Baut natürlich Roaches, kann das recht schnell füllen. Hat 28 Roaches auf dem Feld und greift jetzt auf, wie man sieht, die 4. an. Also die Armeen laufen aneinander vorbei. Dieser Ragnarok macht einen gezielten Counter-Attack, kann den Nexus komplett snipen. Ja, wird nicht gecancelt. Parallel kriegt aber auch die 4. Sorg-Basis Probleme. Und da sind ein paar, waren einzelne Ravager, die Linge gehen rein. Der Morden kriegt ein bisschen Ärger. Closer Bites auf die Force-Field. Die Sorg-Armee geht weiter. Die Roach-Truppe geht weiter auf die Natural. Man sieht tatsächlich, dass die Enforcement von Ragnarok ist trotzdem zur Stelle, um die Nieb-Armee aufzuhalten. Der verliert den Immortal. Die Stalkers sind bereits zurückgegangen, damit die Roaches hier werden abgewehrt. Die können jetzt den Stalker in den Rücken fallen. Tatsächlich ist Nieb immer derjenige, der deutlich mehr Probleme bekommt. Die Stalker, sie blinken zwar, werden aber trotzdem noch angekotzt, weitere Stalker fallen. Mr. Tex 1 wird gleich noch fertig. Ragnarok ist plötzlich 60 Supply vorne und macht mächtig Druck auf Niebs gesamte Konstellation. Kann er sich hier halten? Er hat eine Schildbatterie, er kann die theoretisch overchargen. Nochmal großer Warp in einen Stalker. Plus 2 Attack wird so schnell nicht fertig werden. Das heißt, die Sorg-Armee hält jetzt hier einfach drauf. Aber Schildbatterie Overcharge ist gut am Arbeiten. Warpress muss auch noch mit dabei, um Einheiten zu retten. Und am Ende kann Nieb die Armee erstmal noch ein bisschen verteidigen. Overcharge ist jetzt aber abgelaufen. Es wird ein weiterer Immortal gebaut. Die Sorgeleiten wollen rein. Die Natural, die Wall ist offen. Da blockiert gerade nichts. Ist gerade das Oracle draufgegangen? Auf jeden Fall, die Roaches machen jetzt Druck an verschiedenen Seiten. Der Natural an allen drei Basen tatsächlich. Die Robo wird gefokust. Robo geht down. In der Mainbase gibt es Ärger an den Probes. Die Natural wurde momentan schon geklärt. Aber die Economy von Nieb läuft nicht mehr sonderlich gut. 65 zu 70 Worker, aber viele Worker halt gerade nicht am Arbeiten. Am Ende kann man hier die Ravager snipen, die Roach snipen. Die Roach-Masse bewegt sich nicht auf die Naturals, sondern die Linge werden reingeschickt, um mal Probes rauszunehmen. Weitere große Warp in den Stalker. Und Ragnaroks Roaches haben so langsam Schwierigkeiten. Sind halt am Ende doch nicht die geilsten Einheiten. Es wird jetzt gewechselt auf Hydras. Die 4. Basis hier, die war die ganze Zeit aktiv. Man sieht, Mining-Tennis hat die Ragnarok einen großen Vorteil. Worker-Tennis ist aber nicht ganz so weit vorne. Das wird sich erst so wieder einpendeln, sobald Nieb seine Basen wieder vernünftig in Bewegung bringt. Die Mainbase arbeitet jetzt wieder, die Natural wird natürlich weniger, die 3. hat auch schon sehr viele Probes. Also die 4. wäre recht gewünscht, aber die wurde halt nichts, die wurde komplett gesniped. Da sind auch 400 Mineralien einfach verloren gegangen. 22 Stalker gesniped, auf der anderen Seite 17 Roaches von 3, da wird schon 120 Länge schon. Also Nieb ist noch dran, aber die Lage ist etwas schwierig gerade. Die 4. Basis wäre sehr schön für ihn, stattdessen plus 2 Blinkstalker versuchen jetzt hier nochmal weiter Druck zu machen. Fangen auch den ersten Teil der Zerg-Armee ab. Die Roaches kommen da zurück. Die Frage, wer kriegt jetzt hier mehr Probleme? Diese Roach-Truppe hinten oder die Stalker? Die Roaches sind sich gerade nicht ganz sicher, ob sie abfangen wollen oder nicht. Und man sieht, die Stalker kiten jetzt nämlich rückwärts. Die Roaches werden gerade zu Ravage, aber sind noch nicht fertig. Das heißt, die Roaches sind gefundenes Fressen für die Stalker. Werden auch prompt gecancelt, die ganze Morph-Geschichte. Die Zerg-Armee pusht hier weit raus außerhalb des Creep-Spreads. Und man sieht, die Stalker nutzen Blink immer noch recht effektiv. Eine Probe wurde da irgendwie mit reingeschickt. Ich glaube, das war nicht beabsichtigt. Stalker versuchen weiter mit Blink einfach gut zu traden gegen diese Zerg-Armee. 150 jetzt zu 190 Supply. Es ist ein Lurker denn unterwegs. Missile Attack 2 wird gleich auch noch fertig. Man sieht, die Stalkers sind weiterhin mächtig am Pushen. Also Nieb gibt das nicht so einfach auf, aber er ist nach wie vor auf 3 Basen. Also es kommt keine weitere Base-Feed mehr dazu. Sondern er macht einfach Druck, konzentriert sich da rein auf sein Micro mit den Stalkern. Was kann dieser Link-Counter-Attack machen? Der rennt einfach wieder rein. Die Wall ist immer noch offen, kein Zealot-Kram. Die Stalker werden das sind weiterhin am Fokus mit dem Kampf hier. Das heißt, die Probes werden jetzt leiden. Jetzt leidet die Economy. Da kommt dann weitere Warp in den Stalker. Plus 3 Attack ist auch noch unterwegs, die Protoss. Wir hätten jetzt weiteres Blinken, Fight gegen die Hydras. Aber nein, Nieb sagt sich jetzt schon, das wird nichts mehr. Weiß natürlich, dass die Hydras da sind. Er verliert die Economy. Wie man sieht, die Dinge rennen schon weiter in die Mainbase, nachdem sie schon 14 Probes eliminiert haben. Das heißt, economy-technisch geht es gerade wieder abwärts und Nieb hat halt keine Transition dahinter. Er war jetzt halt voll auf Push mit seinen Stalkern. Er hat 40 Stück davon. Also die hätten schon noch ein bisschen mehr machen können. Weil bis zu Lurker hat es auch noch gedauert. Hivetech ist auch keiner da. Aber klar, Nieb hat jetzt mehr Economy verloren. Er hätte jetzt quasi das irgendwie gegenhalten müssen.
Problem ist, er hat hier keine offene Fläche, an der er kämpfen kann. Das ist für ihn gerade ein bisschen schwierig. Er hat irgendwie so eine große offene Fläche. Also quasi, wenn wir das jetzt alles einebnen würden, glaube ich, da hätte er Bock zu kämpfen. Wenn er wirklich die Einheiten surrounden kann und Blink besser nutzen kann. Also hier ist so eine Rampe hoch, ist immer schwierig. Und drum wirft er da tatsächlich dann einfach das Handtuch überlässt. Also damit das 1-0 an Ragnarok. Aber BO3, weitere Chance ist noch da. Wir machen weiter auf Royal Blood. Dieses Mal bleibt die Scouting Probe am Leben. Kam unversehrt wieder zurück in die Base. Und Adept steht jetzt vorne. Sieht die Netchbull, die als ja, zusätzliche Basis, als dritte Basis dann dazugeholt wird. Also Opening-technisch kriegen wir dasselbe Bild. Ein paar Linge werden gebaut als Reaktion. Es ist ein Stargate unterwegs. Die Chance ist hoch, dass wir da ein weiteres Oracle kriegen. Wenn das ein Adept könnte wenigstens auf das Gebäude angreifen. Bisschen mehr nervig sein. Am Ende wartet aber auf seinen Kollegen. Mit zwei Adepts kann man einfacher Drones snipen. Mal sehen, wie gut das Nieb hier gelingt. Was kann ich anrichten? Mit seiner Adept-Truppe kriegt schon ein bisschen Arg unten mit der Queen. Portet nicht hoch. Bleibt erstmal unten und versucht hier, sich an die dritte anzunähern. Ah, die Adepts low. Erster Adept fällt, zweiter Adept kann rausporten, aber trotzdem ist jetzt alleine und hat nicht wirklich was erreicht. Man verliert einen Adept und kriegt einen Ling und einen Creep-Tumor. Ist jetzt nicht wirklich spektakuläre Damage. Währenddessen wird das Oracle fertiggestellt. Die Linge sind unterwegs. Es kommt Borg-Hollow-Produktion mit dazu. Und der Adept ist jetzt halt alleine. Also zu zweit könnte man das noch ein bisschen einfacher verteidigen. Aber ein Adept ist nicht genug. Die Linge fressen jetzt am Nexus rum. Oracle kann aushelfen mit dem Laser. Und man muss auch aushelfen, weil der Nexus hat wenig Hitpoints gerade. Er ist ziemlich weit runtergedroppt. Am Ende die Linge laufen weiter. Speed-Upgrade hilft. Und Oracle haut seine gesamte Energie raus und macht nicht viel damit. Für drei Linge. Am Ende der Nexus lebt, er hat ein paar Hitpoints verloren, sollte aber trotzdem noch einiges mit dazukommen. Also es sollte jetzt nicht sonderlich beschädigt sein, wenn er fertig wird. In der Zwischenzeit wird der Tech gewechselt auf den Twilight Council. Auf der Zerg-Seite gibt es eine Evolution Chamber. Zudem noch ein weiteres Borg-Holder, das wirklich jede Basis auch einen hat. Also Chancen für die Oracles sind dadurch kleiner, weiteren Schaden zu machen. Währenddessen Ragnarok mit mehr Drones und Melee-Attacks unterwegs. Gespannt, was Nieb jetzt hier noch so vorhat mit dem Twilight Council. Adept Angriff mit Resonating Glaives oder will er einfach wieder ganz normal Blink dazu holen? Meine Optionen Richtung Templar, Richtung Archons besteht auch. Forge kommt mit dazu und somit ist es Blink und plus 1, weil Blink wird gerade schon gestartet. Oracle ist schon in der Mainbase vorbei. Dieses Mal der Schaden aber nicht ganz so groß. Immerhin bleibt dieses Mal aber auch das Oracle am Leben. Es verliert aber ein paar Hitpoints dabei. Also wir warten als nächstes auf Blink. Nieb wird mit den Oracles hier noch ein bisschen rumkreisen. Aber was kann ich hier machen? Es sind Spore-Call an jeder Basis, es sind Queens an jeder Basis. Also die Möglichkeiten für die Oracles sind wirklich nicht sonderlich groß. Es kommt ein Roachworn, es kommt ein Leertech. Währenddessen die Linge sind nochmal unterwegs. Die dritte Basis hat aber jetzt Verteidigung. Man sieht ein paar Hitpoints fehlen. Sogar mehr als 150 Hitpoints, die da am Nexus runtergeknabbert wurden in der Zeit, wo er gebaut wurde. Aber am Ende, keiner der beiden hat gerade wirklich die Feuerpower, um den Gegner groß in Probleme zu bringen. Die Oracles können auch am ehesten was versuchen. Da kommt eine vierte Basis, die wird auch direkt gescoutet. An zwei Oracles, man kann draufhalten auf die Hedge und quasi die Hitpoints verringern. Aber man braucht eigentlich ein drittes Oracle, dass es vernünftig geht, dass man das Gebäude tatsächlich in Gefahr bringt. Und Nieb ist die Energie nicht wert. Ich will mit den Oracles lieber scouten. Problem ist, er fliegt wieder über die Queens und wird Oracle Nummer 1. Also die Oracle ist wirklich nicht sehr erfolgreich. Wobei sie waren in der vorigen Map schon okay erfolgreich mit 8 Drones. Aber Problem ist halt, dass ein Oracle bei draufgegangen ist. Das will man eigentlich nicht. Oracles sollen möglichst am Leben bleiben. Was wir haben, ist eine weitere schnelle vierte Basis. Kann Nieb die dieses Mal am Leben halten? Das war ein großes Problem mit der vorigen Map, dass eben seine vierte dann doch komplett zerstört wurde. Er hat sie ja nicht mehr gecancelt. Sonst hat er zumindest noch einen Teil des Geldes zurückbekommen, sondern die ist komplett auseinandergefallen. Die Stalker, wenn das ein Treffen auf Linge, müssen aufpassen. Die haben noch keinen Blink und die Linge haben Speed Upgrade und sind nicht mal wenige. Die Stalker sind erstmal frech, haben das Oracle mit dabei für Detection, um den Creep rauszunehmen. Creep Tumor 1 wird gesnappt, jetzt ist Blink da. Ja, die Stalker wären bis eben ein bisschen anfällig gewesen für die Masse an Dinge. Die Dinge laufen lieber vorbei und greifen den Nexus hier an. Da ist ein Adept, der ändert daran nicht viel. Die Dinge mit dem Fallen Surround auf den Nexus, der versucht die vierte doch ein weiteres Mal zu snappen. Die Hitpoints verschwinden einfach. Das sind plus 1 Attack-Linge. Dieses Mal gibt es aber den Cancel. Es kostet ein paar Linge dabei, trotzdem erfolgreich die komplette Basis gestoppt. Währenddessen die vierte vom Zerg ist fertig. 62 zu 63 Worker. Mehr Roach-Masse unterwegs für Ragnarok. Währenddessen sein Overseer wird noch ein bisschen verfolgt, bleibt aber am Leben. Plus 2 Attack ist unterwegs. Währenddessen Roach-Speed und plus 1 Miss-Attacks. Und man sieht mehr und mehr Roaches. Supply füllt sich. 160 Supply gerade für Ragnarok gegen die 112 von Nieb.
Die Linge sind auch noch zu großen Teilen am Leben. Aber hier gibt es eine Wall. Hier kommt man nicht mehr so einfach rein, aber nichts dahinter. Das heißt, man kann die Wall eigentlich recht ungestört anknabbern, bis Einheiten vorbeikommen. Jedenfalls sind die Stalker in der Gegend. Dann gibt es eine Cannon mit dazu. Schildbatterie vielleicht auch nicht ganz verkehrt, aber da muss man reagieren und manuell die Gateways aufladen. Würde auf jeden Fall helfen, das Gebiet ein bisschen abzusichern. Die Cannon dauert auch noch, bis die fertig ist. Die Linge knabbern ein weiteres Mal. Zweite Trupplinge ist hier unterwegs. Nee, das sind nicht Linge, das sind die Roaches. Nicht ganz so schnell der Ball, aber trotzdem gefährlich. Und es geht wieder rüber zu Nexus. Der Nexus könnte nochmal Probleme kriegen. Es ist eine Schildbatterie, weil die Roaches natürlich drehen, umkämpfen gegen die Stalker direkt. Die Stalker blinken gerade nicht raus, diese konnten nicht rausblinken. Jetzt ist es wieder verfügbar. Jetzt geht's rückwärts mit den Blinks. Das Oracle haut noch den Laser mit drauf. Die Protoss-Armee versucht einfach zu verteidigen mit dem. Mit den eigenen Körpern, die Stalker-Körper in den Weg werfen, damit die Stalker-Armee aufgehalten wird. Das Oracle lasert halt immer noch. Das macht, was es kann. Die Stalker versuchen auch, das dazu in den Griff zu kriegen. Also es ist noch so viel Stalker und der Nexus kann trotzdem noch Probleme kriegen. Python wird gesniped, keine Reinforcements, keine Schildbatterie. Nexus wieder im Fokus. Nexus verliert Hitpoints. Gott, Nexus verschwindet ein weiteres Mal. Die vierte soll einfach nicht sein für den lieben Nagrox. Snipe das Ding ein weiteres Mal. Baut nach mit weiteren Dingen. Währenddessen Mediatek 2 und Baning Speed kommt noch mit dazu. Auf der Proto-Seite gibt es das Templar-Archive, plus 2 Tech und Charge war da noch fertig und es wird ein Void-Ray gebaut. Gut, bei so vielen Roaches wäre ein Void-Ray vielleicht auch ganz hilfreich. Solange keine Hydras da sind, geht das alles noch. Da kommt sogar ein weiterer Sicherheits-Bohr-Crawler für alle Fälle. So, Ragnarok geht auf Nummer sicher. Währenddessen schnappt das sich auch eine fünfte und die vierte halt ein weiteres Mal komplett zurückgesetzt. Entsprechend gut sieht es jetzt im Mining aus. Protos Economy ist an sich nicht schlecht mit 71 Probes. Problem ist halt wirklich das Fehlen einer vierten Basis. Ähnlich wie in der vorigen Map, da hat die vierte ja auch gefehlt, aber da hat Sneap dann irgendwann aufgegeben, die Basis zu bauen. In dem Fall ist sie ein weiteres Mal unterwegs. Dritter Versuch, Basis Nummer 4. Die Protoss-Armee wächst immerhin auch noch. Beide Seiten auch mit mehr Tech, plus 3 Attack kommt damit dazu. Da kommen Archons mit rein. Und Voidway steht jetzt mit dabei. Surgami hält sich gerade noch ein bisschen zurück, aber man sieht, das ist eine Vorbereitungsphase für Banelinge und dann auch Speed-Upgrade für besagte Banelinge. Das heißt, da kann es mehr Feuerwerk geben. Salet ist jetzt auch abgestellt für einen Run-By. Und die Wall wurde in der Zwischenzeit auch zerstört, die hier mal stand. Da haben sich die Linge, glaube ich, durchgefressen, währenddessen der Roach-Hauptfight am Laufen war. Jetzt nutzt man den Eingang auch direkt, um beim Protoss dabei zu schon. Die Stalker blinken jetzt schon wieder. Also sehr, sehr frühe Blinken und trotzdem kommen sie nicht ran an die Linge, an die Baninge. Baninge kullern jetzt rein. Die dritte kriegt große Probleme. Wie gut kann die da sie verteidigen? Die Baninge sind da. Die Baninge crashen durch die Schildbatterie. Der Nexus wird schon wieder Hitpoints. Die ganzen Gebäude hier verlieren Hitpoints. Aber die Roaches kämpfen nicht unbedingt gegen die Einheiten. Die Archons blockieren einiges. Die Archons halten hier durch. Der Nexus kann gesniped werden. Der Nexus wird gesniped. Es gibt den Counterattack mit den Zellets an der vierten Basis von Ragnarok. Und Ragnarok ist kostet ihn einiges an Army-Supply, dieser Push, um den Nexus zu kennen. Er verliert ähnlich viele Worker hier. Er verliert sogar mehr. Die Zellets muss auch erstmal noch aufhalten. Mit Baning soll das kein so großes Problem sein. Wird noch ein paar Linge mit dabei. Im Sinne 10.000 zu 9.000 Resources lost. Zellets werden gestoppt. Wieder mal Nexus gesniped. Aber das hat Ragnarok auch einiges gekostet. Man sieht, Neep hat mehr Ressourcen zerstört in diesem Fight. Also der Fight war auf jeden Fall besser für den Protoss. Weil eben die Roaches hier ziemlich zerstreut angegriffen haben. Sieht das? Gateway ist ziemlich angeschlagen. Das ist überall Damage, der hier reinging. Da ging 450 Schaden in die Gebäude. Hier nochmal mehr Damage mit rein. Das hätte alles quasi auf die Stalker einprasseln müssen, auf die Archons. Dann hätte man die Protoss-Armee klein bekommen. Das war aber nicht der Fall. Und somit Neep hält ein weiteres Mal durch. Aber immer noch, er kriegt das, also so vier Basen simultan betreiben, ist für Neep immer noch eine Herausforderung anscheinend. Mal gucken, wie jetzt der nächste Versuch läuft. Jetzt sollten gleich wieder vier Basen aktiv sein, dessen Overseer Crews hier die ganze Zeit rum, um zu scouten. Overlord ist hier auch unterwegs. Man sieht, da gab es zwischenzeitlich auch mal das Blockieren des Upgrades mit der Contamination, wenn die Energie da war. Als nächstes Hydra Speed. Für die Protoss-Armee kommt plus 3 Attack. Also die Protoss-Armee hat schon nochmal mehr Feuerpower gleich. Plus 3 Attack tut nochmal ordentlich weh. Die Roaches wurden gefunden von dem Zealot und somit kann Zealot Arkham direkt reagieren. Diese Roaches schaffen es nicht an die Protoss-Economy ran. Da kommt nochmal ein Force-Field, das blockiert auch ein bisschen was. Wenn das ein Baning Run-By, aber Stalker stehen bereit. Der wird auch nicht viel erreichen. Gut, die Stalker sind ziemlich angeschlagen. Wir müssen selber aufpassen, dass sie nicht gesprengt werden. Rechtzeitig weggeblinkt. Also das ging jetzt für Ragnarok etwas komplizierter. Er hat trotzdem economy-technisch eine recht gute Ausgangslage. Aber auch mehr Ressourcen verloren bisher. Man sieht das auf und ab mit seinem Army-Supply. Roaches machen es möglich. Die Roaches versuchen es nochmal. Wie das Salad Archon steht im Weg. Und die Roaches sind nicht dazu fähig, durch Salad Archon durchzubrechen. Zumindest nicht in der Masse. Gegen einzelne Archon funktioniert das. Aber gegen die große Menge nicht. Die Linge rennen wieder ran. Die Stalker sind hier erstmal noch allein. Da kommt aber Schildbatterien online. Weiterhin, Protoss Economy soll am Leben gehalten werden auf vier Basen. Die Salads laufen rein. Weitere Run-By ist am Start. Aber Linge sind zur Stelle. Surround die ganzen Salads. Diese Run-By erreicht
Nicht wieder zieht die Sörger mir einmal nach Hause. Aber Ragnarok stellt sich sofort wieder nach draußen auf. Währenddessen Storm ist fertig geworden. Ein paar Templer sind dabei. Roaches gehen wieder nach vorne. Hivetech ist unterwegs. Ragnarok arbeitet auf seinen 5 Basen. Hat jetzt auch noch keine 6 mit dazugeholt. Sondern versucht einen weiteren Angriff. Aber da in Storm und Archons. Unangenehme Position. Man sieht auch die Bändige crashen in die Gebäude. Also die Pokes bleiben am Leben. Es hat einen Pylon mehr oder weniger erwischt. Und das war es auch. Gut, das Gateway ist fast down. Aber das war ein weiterer Trade, nicht so grandios für Ragnarok, muss man sagen. Er inzwischen hatte 4000 Ressourcen mehr. Die Sellets schlagen sich durch die Queen. Also Ragnarok vielleicht ein bisschen zu stürmisch gerade die letzte Zeit. Verliert deutlich mehr, als dass sich das für ihn lohnt. Hat es eben auch gemerkt, dass Storm da ist. Und Storm plus Archon, ziemliche Schmelzer-Kombo. Auf der anderen Seite gibt es aber die Lurker. Das heißt, auch jetzt der Damage, den die Zerg-Armee bereitstellen kann, ist deutlich gefährlicher. Es ist nur plus 1 Missile-Attacks da. Also das könnte schlimmer sein. Aber trotzdem, Lurker sind Lurker. Bei denen fehlen auch noch ihre Upgrades. Keine Seismic Spines, keine Adaptive Talents. Sondern einfach ganz normale Lurkies am Start. Erste wird sofort gesniped. Die 2 und 3 kriegt einen Storm-Up. Grillen die Hitpoints ein wenig. Oracle kommt mit dazu. Lurker werden neu positioniert, werden auch teilweise markiert. Es gibt noch einen Run-By hier, und zwar an Banigan. Aber da Zealots und Stalker gut für die Zealots, wird das nicht gut gehen. Die werden weggesprengt. Die chargen rein und ja, ungemütlich. Aber im Moment, die Banigan kommen nicht an die Probes. Währenddessen die Lurker belagern hier. Storm kommt noch mit dazu. Weitere 2 Lurker low, weitere 2 Lurker down. Die Archons dafür aber auch sehr viele Schilde verloren. Schipadrin haben ihre gesamte Energie bereits ausgegeben. Also die können nicht noch mehr helfen. Da ist die Energie alle. Aber weiteres Mal, Nieb hält die Ragnarok auf, stellt sich dann den Weg und zwischen zwei bei fast 6000 Resources Lost Unterschied. Das hat einen interessanten Wandel genommen. Jetzt kommt auch mal die 6. Basis mit dazu. Worker Tenders sind ja auf einem ähnlichen Level und man sieht auch bei Nieb kommt eine zusätzliche Base. Das ist jetzt endlich seine 5. Nachdem es jetzt doch mal geschafft hat, 4 Basen parallel am Laufen zu halten, ohne dass eine Basis wieder gesniped wird. Man sieht selbst die Lurker sind eben noch nicht so stark. Denen fehlt Seismic Spines, denen fehlt Adaptive Talents. Eins der Upgrades kommt gleich. Parallel wird aber Doppel Stargate plus Fleet Beacon gebaut, also der Wechsel auf Lufteinheiten, auf Carrier und die neue Basis. Also Nieb steht nicht mehr so schlecht da in diesem Game. Beide sind maxed out. Die Economy ist ähnlich. Der Zerg hat mehr Ressourcen verloren, hat auch mehr gemeint, aber die Basen werden natürlich auch leerer. Hat keinen riesen Vorsprung jetzt, was Basen betrifft. Gucken, wann es bei Ragnarok die nächste Base gibt. Sollte eigentlich nicht mehr so lange dauern. Und man sieht auch, Nieb wird jetzt aktiver mit seinen Einheiten. Muss auch jetzt so langsam Supply freimachen, dass er Carrier bauen kann, wenn er schon die ganze Vorarbeit geleistet hat. Trifft aber hier auf die Lurker, die machen das automatisch mit dem Proto-Supply freiräumen. Zealot Archon-Stalker-Kombo versucht trotzdem, sich hier an der Basis ein bisschen zu behaupten. Also die Archons sind noch eine große Gefahr. Schild-Upgrade 1 wurde noch fertig. Aber jetzt erstmal Rückzug. Die Archons können die surrounded werden, die bodyblockt werden von den Lingen. Ja, die Lingen machen einen sehr guten Job dabei. Archons werden beide zerstört. Dafür die Lurkers sind alleine und werden alleine gelassen. Ein paar davon erwischt. Auch die Overseer werden weggesprengt. Und da kommen jetzt wieder Zealots von der Seite. Wobei die Lurker sind dafür rechtzeitig in Position. Jetzt auch Adaptive Talents. Das heißt, Lurker deutlich schneller von A nach B sortierbar. Die sind leichter für die Verteidigung einzusetzen. Und auch offensiv sind sie leichter einzusetzen. Dank dem Upgrade. Die Protoss-Armee versucht sich hier mit Storm irgendwie zu halten. Da wird die eine Flanke Lurker ziemlich hart durchgestompt. Parallel gibt es einen Raiding Run bei auf die 4. Basis. 20 Probes wurden da weggekegelt. Aber die Drones kriegen gerade auch genannt. Der Spinecrawler hält noch ein bisschen die Salads auf. Das heißt, die Drones bleiben großen Teilen an Leben. Die Protoss-Armee will aber noch mehr. Die Protoss-Armee macht mehr Druck und zwar jetzt an der 3. Basis. Arbeitet sich da hoch. Da ist schon gar kein Creep mehr hier in der ganzen Fläche. Zwischenzeit Overseer chillt hier noch über der Base rum. Der chillt ja aber schon die ganze Zeit rum. Der hat inzwischen gleich wieder genügend Energie für eine Contamination. Und kostet 125. Das Ding ist ziemlich teuer, aber er kann vielleicht ein weiteres Mal einsetzen. Man könnte den Stargate damit blocken. Die Carrier, die da gebaut werden. Wenn man jetzt sieht, die ersten Carrier sind jetzt da. Die Sörgarmee schaltet aber wieder auf Angriff um. Dieses Mal sind die Cannons und Schildbatterien, um in der Verteidigung ein bisschen zu helfen. Die Protoss-Armee läuft oben herum. Währenddessen gibt es noch ein Stasis-Wort hier gegen die Dinge. Die Cannons können den Rest erledigen. An der Basis gibt es aber die Schwierigkeit. Die Carrier sind jetzt da. Wie viele Hydras sind hier? Es sind ordentlich Hydras da. Die Protoss-Armee versucht da von der Seite rein zu flankieren. Oder versucht der Sörgarmee quasi den Weg abzuschneiden. Problem ist, hält das hier überhaupt? Ein paar Probes gehen drauf. Die Basis leidet. Die Pylons kommen noch was vorhanden, die Carrier hauen ihre Desertoren raus. Die Protoss-Armee hier kriegt jetzt auch Ärger mit Reinforcements, aber nimmt die gerade Stück für Stück raus. Die Lurker sind immer noch in der Mitte. Oh nein, da kommen noch mehr Lurker von der Seite. Das ist jetzt, da dreht Ragnarok die ganze Sache wieder um. Aber er findet selber Drones. Die Basis hat Probleme mit Zealots. Die Basis kriegt Probleme mit der Protoss-Hauptarmee. Und der Nexus ist weg. Die Lurker pushen weiter. Das Game wird jetzt etwas durcheinander. Wie man sieht, 33 Drones down, 11 Probes down. Nexus bereits gestorben. Hatcheries werden auch sterben. Die Zealots werfen sich hier in den Weg. Die Basis ist nicht mehr zu retten, wie es gerade aussieht. Die Basis ist auch nicht mehr zu retten. Die ist schon down. Protoss-Armee schlägt sich also auch durch eine Base durch. Hier wird die Natural belagert. Cybernetics Core tot.
Fleet Beacon auch gleich tot. Protoss Army hier kommt jetzt zurück. Da ist immer noch Storm da. Da ist auch noch ein Carry, der rumsteht. Währenddessen Dinge fressen hier sich gerade durch den Assimilator, was nicht sonderlich hilfreich ist. Und die Natural ist aber aufgebraucht. Die Natural selber wird auch gesniped mitsamt dem ganzen Tech, der ganzen Infrastruktur. Da wurden Feinheiten abgestellt. Ja, die Basis ist weg. Die Natural wird gehalten, wie es aussieht. Mit etwas Mühe. Weil die Dinge tun sich sehr schwer. Nein, Ragnarok wirft einfach das GG. Gab es da einen Fight? Nö. Doch. Teils. Es käme jetzt zu... Was ist mit den beiden los? Die tun sich den letzten Fight gar nicht an. Ragnarok wirft jetzt hier auch schon das GG, bevor überhaupt groß was. Gut, er hat die Lurke hier gebündelt. Das heißt, Finib ist das Ziel gerade richtig klar. Hier bitte Storm. Und zwar deutlich. Ist die Frage, hat er die Detection? Ich glaube, dafür braucht er keine Detection. Das kann er ahnen, dass hier ein ganzes Cluster an Lurker ist. Man sieht doch, der erste Storm kommt gerade hier. Man sieht die Umrisse davon. Man sieht auch, wie der Templar das quasi gerade rauslasert, den Storm. Das heißt, das hätte es als erstes getroffen. Ein paar Stalker mit dabei. Wenn das in der Mainbase stehen, zwei Carrier mit Interceptoren. Und wenn die Hydras dann wechseln, können die Carrier natürlich auch den Rest aufsammeln. Währenddessen die Basis ist weg. Es sind noch 44 Drones da. Die Basis ist auch weg. Die Basis läuft, aber nicht gut. Wie man sieht, nicht viele Drones hier. Die Basis läuft auf Reste. Die Natural kann auch nicht ganz. Also die Natural bräuchte auch nochmal weit rein. Das ist gehalten. Die Zellets können sich da durchschlagen. Und somit ja, die Position für Ragnarok nicht gut genug. Und somit sagt er sich, ja gut, die Map gebe ich dir. Am Ende ist es das GG. Ragnarok verliert zu viel, kann sich nicht durchsetzen, wirft sehr viel in diese Nexus jedes Mal. Hat viermal Nexus gesniped, das hat ihn so viele Einheiten gekostet. Das war es am Ende nicht ganz in der Kosteneffizienz. Und jetzt kriegen wir noch eine Deciders Map obendrauf. Auf der Entscheidungskarte der Ancient Cistern. Die Scouting Probe angeknabbert, aber noch am Leben. Kommt also auch hier nach Hause, Adept. Löst das Ganze ab, bewegt sich nach draußen. Dieses Mal wurde die Netzspiel zuerst gebaut, die dritte kommt dann mit dazu. Und dieses Mal gibt es ein bisschen anderen Ansatz. Wir haben ein zweites Gateway und damit auch ein drittes Gateway, ein Drei-Gater. Mehr Units, die Nieb hier früh ins Spiel bringt. Kein Stargate, kein Tech direkt, sondern versucht es mit vielen Einheiten. Das Stargate kommt dann danach, aber Triple Gate ist schon mal eine Ansage. Einiges an Produktionskapazität so früh im Spiel. Der Adept ist drin, aber kann alleine nicht viel tun. Next Adept wird noch ein bisschen dauern, bis er zukommt. Da kommt noch ein Stalker mit oben drauf. Und wir haben das Target dann trotzdem. Es könnte so ein Adept Oracle Combo Attack werden. In der Hoffnung, dass die Zerg Defense nicht adäquat ist. Ja, aber es wird alles gescoutet. Ragnarok weiß vom zweiten Gateway. Er sieht auch das dritte Gateway. Er weiß auch vom Stargate. Also er hat alle Scouting-Infos, die es momentan zu holen gibt. Stalker kümmert sich dann um den Overlord. Wird noch ein bisschen dauern. Sollte den aber kriegen. Overlord ist noch weit weg von der rettenden Kante. Wir haben jetzt schon die Hälfte der Hitpoints jetzt verloren. Und Stalker hat mehr als genug Zeit, um den Obi rauszunehmen. Das vertragen doch auch ein bisschen auf den Sachen Supply. Hat einen Ausweis Overlord aber auch schon unterwegs. Und da geht's los mit den Adepts. Und dritte Basis wird auch vorbereitet. Man sieht, es sind viele Adepts. 6 Stück auf dem Feld, aber teleportieren nicht. Bleiben defensiv aufgestellt. Da kommt gleich noch ein Link vorbei. Der sieht die Adepts jetzt. Nochmal mehr Adepts. Und das Stargate hat für ein Oracle gesorgt. Das Oracle fliegt gerade rüber. Danach erstmal dritter Nexus. Also ja, einige Einheiten. Ein Oracle und jetzt gehen die Adepts nach vorne. Also jetzt kommt da so ein bisschen die Konstellation Oracle plus Adepts zusammen. Weil das hat Nieb in der ersten Map auch so ähnlich versucht, aber war nicht sonderlich erfolgreich. Mal gespannt, wie das hier für ihn läuft. Resident Glaives ist ja auch nicht mit dabei. Das sind normale Adepts. Wir nehmen zumindest mal einen Creep-Tumor mit. Es wird ein Roadshorn jetzt gebaut. Die Adepts teleportieren Richtung Mainbase. Das zeigen das mal an. Die Queen wird gesniped. Teleport wird unterbrochen. Queen 1 ist down. Queen 2 kriegt Ärger. Linge gehen ran. Recall wird sofort gezündet, nachdem der Surround hier angesetzt wird. Zwei Adepts fallen dabei. Großteil der Adepts lebt. Somit Resources Lost relativ ähnlich. Eine Queen, ein Link für zwei Adepts mitgenommen. Und der Overlord noch gesniped insgesamt. Also für den Protoss ein bisschen schlechter. Und die neue Basis kriegen wir wieder. Das Bild sehen wir irgendwie öfters gerade mit Ragnarok. Dass irgendwie einen frischen Nexus angreift. Dieses Mal bleibt er aber am Leben. Verliert nicht mal Hitpoints, hat nur Schilde verloren. Roadhorn ist fertig. Leertech kommt auch noch mit dazu. Doppel-Oracle ist jetzt hier im Einsatz. Die Queen ist angeschlagen. Die kann man weglasern. Die Waffen vorhin noch angekratzt. Und die Drones leiden dann auch noch ein bisschen. Oracles bleiben soweit erstmal im Leben. Zwei Drone-Kills. Drei. Gibt es Kill Nummer 4. Gibt es einen Kill Nummer 4. Oh, das Oracle. 13 AP. Das andere rund auf 52. Sollten hier trotzdem nicht stehen bleiben. Die Queens sind noch in der Gegend. Erstes Oracle wird gesniped. Nieb fliegt mit den Oracles immer nicht raus. Und das kostet ihn. Das kostet ihn auch hier ein weiteres Mal. Die Adepts chillen vor dem Baseneingang. Dritte Basis ist online, 59 zu 56 Worker. Linge schauen gerade mal vorbei, es sind drei Sentries und einige Adepts. Ja, die Linge können hier nicht so viel erreichen.
Dann kommt der Wechsel auf Roaches mehr und mehr. Plus 1 und Charge ist dieses Mal das Upgrade. Also keine Blinkstalker. Gut, wir haben Stalker Tension auch nichts auf dem Feld. Oder fast nichts. Ein Stalker ist da. Oracle währenddessen scoutet nochmal weiter. Fängt die Drone ab, die eine vierte setzen wollte. Und auch bei Ragnarok gibt es diesmal was anderes. Nämlich ein Spire ist unterwegs. Könnte Richtung Mutas gehen. Und das trifft natürlich richtig gut den Protoss, wenn da keine Stalker am Start sind. Alternativplan wäre Phoenix, aber es ist halt nur ein Stargate da. Das Oracle hat gerade nochmal eine Drone gesniped, aber sagen wir, das Oracle davon abhält, den Spire zu scouten, das ist eigentlich alles supi. Der Spire steht hinten drin in der Mainbase und wurde noch nicht gefunden. Das Oracle traut sich nicht so weit ran. Okay, jetzt Hallucinations werden rausgeschickt von den Sentries. Die sollten das scouten. Es wäre ja auch wichtig, dass man das scoutet. Es kommt währenddessen ein Templar Archive. Es gab eine Robo für ein Wort. Ne, die Queens fangen die Hallucination. Das müsste noch rechtzeitig gewesen sein. Also das Abfangen. Ich glaube nicht, dass Nick das gescoutet hat. Soweit war die Vision nicht. Ne, er hat den Spire nicht gesehen. Aber er hat gemerkt, dass der Zerg sehr viel Arbeit dran macht, das Scouting zu verhindern. Das ist auch ein bisschen verdächtig. Aber aktuell hat er keinen Plan davon. Es sind gleich 7 Mutas unterwegs. 700 Vespingas ist da. Maxus wird erstmal direkt gecancelt. Man sieht einige Linge. Das Vespingas wird eben gespart für Mutas. Momentan. 800 gleich 900 Vespingas. Also ja, ist einiges möglich. Die Wall wird hier angeknabbert. 9 Mutas werden gebaut. Ja, und die treffen auf 2 Archons, ein paar Sentries. Adepts können nicht angreifen, Zealots können nicht angreifen. Also der Damage gegen Mutas ist nicht wirklich da. Das kann für Nieb gleich richtig problematisch werden. Er hat halt keine gute Anti hier. Hat auch keinen einzigen Phoenix. Seine Anti sind 2 Archons, ein Stalker und 3 Sentries. Und 2 Archons sind nicht sonderlich mobil. Sentries machen fast keine DPS. Der Stalker hat keinen Blink. Es wird jetzt der erste Phoenix gebaut. Aber es sind 9 Mutas auf dem Feld. Die Protoss-Army will sogar angreifen. Das Oracle fällt als allererstes. Die Celeste Charge da mit dran. Die Protoss-Army muss da mega aufpassen. Nieb begibt sich hier wirklich ein sehr gefährliches Terrain. Phoenix-Produktion läuft ein bisschen. Es kommen jetzt noch Roaches, wenn man was braucht gegen die restliche Truppe. Die Mutas, die fliegen an allem vorbei. Die wollen die Protoss-Economy lahmlegen. Cannon-Tennis ist da nämlich auch noch nichts. Da wird eine gleich fertig in der Mainbase. Die neue Basis wird auch noch hochgebaut. Phoenix scoutet nochmal rein. Und die Mutas sagen Hallo in der Mainbase. Ne, da ist nicht die Cannon, da ist die Schildbatterie. Die wird als allererstes rausgefokust. Wie gesagt, Antia ist einfach keine Front. Da gibt es jetzt einen Warp in einen Stalker. Phoenix mischt sich jetzt hier mit ein. Die Mutas fliegen weiter. Die Mutas hätten auf den Stalker Warp in angreifen können. Weil da hätten die mehr Schaden abbekommen. Da kommt jetzt der Archon zurück. Da kommt die ganze Protoss-Armee zurück. Dafür ist aber die vierte erstmal wieder mal die vierte angreifbar. Das haben wir doch schon mal gesehen. Und man sieht die vierte, da wird draufgehalten. Der Nexus wird wahrscheinlich nicht überstehen. Die Roaches stellen sich dann in den Weg. Die Zealots haben da auch Probleme gegen die ganzen Roaches. Nexus ist bereits down. Der Force wird auch noch geknackt. Die Linge knabbern den Immortal jetzt weg. Die Mutas kämpfen nicht mal aktiv mit. Die chillen da gerade einfach. Und die Protoss haben ja trotzdem große Probleme. Weil die Archons gehen jetzt drauf. Keine Schildbatterie mit dabei. Der Immortal wird überrannt. Die ganze Protoss-Armee wird überrannt. Da ist nochmal ein Immortal mit dabei. Aber Ragnarok ist bereits 70 Supply vorne. Die Mutas hat es am Ende doch zerrissen. Aber die Roaches sind jetzt das Hauptproblem. Da kommt nochmal ein Lift auf die Ravager. Die Mutas. Ja, hat sie komplett erledigt, glaube ich. Ne, ist keiner mehr übrig. Die Phoenix kann also ihre Arbeit auf die Ravager fokussieren. Problem ist, viel Energie ist nicht da. Und selbst dann, viel Damage machen sie auch nicht. Die Protoss-Army ist halt schon sehr, sehr ausgedünnt. An der Netzspur gibt es Arc an den Pylon. Die Stalker werden bis an die nächste Schildbatterie getrieben. Der Nexus hier hat Probleme. Der Pylon ist down und Nieb hat nicht genügend Army Supply, um sich hier weiter zu Wehr zu setzen. Also am Ende, er wird davon ein bisschen überrascht. Wollte das nochmal irgendwie Kurs korrigieren. Problem ist halt, die Roach-Masse parallel mit dazu war zu viel für ihn. Für seine Verteidigung. Und wieder mal Ragnarok killt die vierte Basis von Nieb. Das ist so die Story dieser Serie ist Ragnarok killt die vierte Basis von Nieb. Manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlechteren, aber so grundsätzlich ging es eigentlich immer um die vierte Basis beim Protoss. Ja, da waren die Mutas kurz im Einsatz. Haben dafür gesorgt, dass halt Stalker mit dazu kamen. Stalker ohne Blinks sind dann auch nicht so geil. Es war halt Charge da und Charge hat gar nicht viel gebracht gegen die ganzen Roaches, die da waren. Also die Celestes sind mit recht wenig Wirkung gestorben. Die Adepts sind auch nicht gut gegen die ganzen Roaches. Also da hatte die Nieb-Army einfach nicht so viel zu melden. Und die Position war halt auch nicht gefestigt. Der Nexus war noch nicht wirklich ready. Die ganze Infrastruktur war nicht. Da sieht man 2 Schildbatterien, die offline sind. Das hilft einem dann auch nicht. Die Phoenixes sind nicht gut gegen die Roaches. Und somit, ja, Ragnarok schlägt Nieb. Das war der Auftakt in die Gruppe A. Wie viele Games ich insgesamt zur Gruppenphase mache, weiß ich noch nicht. Das finden wir einfach raus über Zeit. Das ist mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.